Hast du ein ungefähres Zeitgefühl, wann die kommen? Hallo liebe Freunde von Krypto.tv. Heute am Samstag, den 26.12. haben wir einen wunderschönen Spaziergang angesagt. Wie ihr seht, es sind sehr viele Leute heute zusammengekommen für einen gemeinsamen Spaziergang, wo wir mal wirklich wieder mal für unsere demokratischen Rechte einen schönen Spaziergang einfach machen. Ihr wisst, spazieren gehen ist erlaubt, das kann einem keiner verbieten. Und es freut mich so wahnsinnig, also wie ein Hutschberg freut mich. Der Yassin möchte gleich mal sprechen, wie hier. Gott, liebe freiheitsliebende Salzburger! Wir gehen heute friedlich spazieren für unsere Grund- und Freiheitsrechte, für die Menschenrechte, für die alten Menschen in den Altersheimen, die dort im Stich gelassen werden und vor allem für unsere Kinder. Ja? Das ist heute eine sehr spontane Geschichte und es freut mich bei uns alle besonders, dass doch so viele Leute gekommen sind. Gleich zur Info. Unabhängig von uns hat doch jemand einen Spaziergang initiiert. Wir unterstützen das natürlich. Ja? Und zwar jeden Sonntag um 14 Uhr ab dem 27.12. am Montag steht. Ja? Ich werde leider morgen nicht da sein, aber alle, die da sind, bitte auch morgen kommen. Ja, wir werden dann einen gemeinsamen Termin wahrscheinlich für die Zukunft. Aber für heute gibt es das und morgen gibt es auch einen Spaziergang. So wie ich weiß, in ganz Österreich statt. In Innsbruck, in Villach, in Klagenfurt, in Graz, im Spital an der Drau, in Lienz und in Wien. Ja? In ganz Österreich werden diese Spaziergänge jetzt veranstaltet. In eurer Region überall verfügbar. Wo ist der Frank? Gehen wir's an? Wunderbar. Wow, 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 wow.
Wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder da. Wir führen jetzt noch einmal wieder auf die Straße ein, wo es zum Mozartsteg wieder raufgeht. Meine Brüder. Hallo,
So, klären wir mal auf, wo marschieren denn die hin? Bis zum Gericht geht's dann weiter, meine Herrschaften. Ja, ich werde aber nicht anstrengend, gell? Ich werde auch nicht mit dem Baum. Wir werden ein Wandsmann-Ding aufstellen. Und da darf er dann ein bisschen stehen. Ja, wunderbar. Ey. Hey Puschen, danke schön für euch einen Einsatz. Das war so ein Fest, mit euch da den Baum zu gestalten. Ja, wir sehen uns morgen um 14 Uhr, hätte ich gesagt, oder? Ja, prima. Genau da am Mozart steckt da. Ohne Baum. Bei dem werden wir ja jetzt, wie wir gesagt haben, auf einer Gastronomie abstellen. Auf einem Privatgrund. Weil wir hätten ihn ja sehr gerne zu den anderen Bäumen in die Stadt gestellt, indem ja quasi für den Wintertourismus schön gemacht wurde. Ne? Aber nachdem in der Kulturstadt die Gefahr besteht, dass er da gleich wieder zwecks kritische Meinungsäußerung wegkommt, stellen wir quasi auf Privatgrund, wo er nicht wegkommt, und da werden wir ihn jetzt feierlich aufstellen. Da darf er dann ein paar Tage stehen bleiben und wir sehen uns morgen beim Spaziergang. Prima. Sehr gut. Guten Navidad. Schönen Eindruck vom Baum. So, da geht er schon. Hey, grüß euch! Ritchie und ich haben jetzt einen Baum gebracht, hast du ihn gesehen? Rechts? Hey, sehe ich, das Krankenhaus muss ja auch noch ein bisschen mit, gell? Hallo! Hi! Coole! Parole! Thank you.
mitgenommen. Ja, Polizei, unser Freund und Helfer. Ja, aber da kommt ja schon der Zweite da hinten. Und der Fußsoldaten, die Fußsoldaten, die hast du auch nicht vergessen. Nicht schlecht, ich glaube, da kann man ja schon. Beim Watzmann steht er ausgesagt, gell? Ja, steht schon gut. Ja, mehr einfach schon. Schauen wir uns jetzt natürlich schon an, was ist hier. Na, Heinzi, geh weiter. Gibt es bald ein Video davon, die wir geschmückt haben? Echt? Nein, das ist ja cool. Was ist jetzt so? Advent, Advent? Innovativ, ja, ja. Der ist ja gut. Schau dir das an. Das ist echt geil, oder? Das ist cool. Nein, nein, mach nur! Das sind alles drei Menschen. Okay. Jeder Feuerzeug. Wahnsinn. Wer noch eine Maske genäht hat, darf sie hier aufhängen. Morgen, übermorgen kommt ein Video, wie man geschmückt haben den Baum. Ja. Ist das der Baum, oder was? Ja, ah, okay. Kommt auch noch ein Video. Das ist dann die Gratis-Einkehr, oder was? Oh, Corona-Bank. Schaut's rein. Ja, warte, ist dein Baum stehen? Schaut lecker aus. Nein, gute Idee. Voll begeistert die Leute von euch. Danke. Ja. Demokratie funktioniert anders, gell? So zur Info. Thank you.
Sein. Hallo, danke. Wir teilen nur auf die Autos. Passt. Darf es noch ein Flyer sein? Ja, bitte. Danke. Ach, danke. Genau. Darf es noch ein schöner Flyer sein? Ja. Und Levi. Darf es noch ein schöner Flyer sein? Ah ja, den habe ich noch nicht. Okay, bald können wir Memory spielen. Was geht da so fixiert sein? Darf es noch ein schöner Flyer sein? Danke. Was hast du dafür? Für unsere Kinder. Ja. Wieso der Fußballplatz? Darf es noch ein schöner Flyer sein? Ja. So, liebe Freunde, zuerst ist die Anmoderation unterbrochen worden, weil der Yasin selbst natürlich gestartet hatte. Somit, jetzt sind wir wieder am Mozartplatz angekommen. Ihr habt es gesehen, wir haben eine schöne große Runde gemacht. Ihr wisst ja Bescheid. Es geht darum, dass unsere Kinder ein lebenswertes Leben haben. Wir Erwachsenen haben ein tolles Leben gehabt. Und schauen wir doch, dass die auch
so ein schönes Leben haben, wie wir es gehabt haben, und vor allem in Freiheit. Ich möchte auch vielleicht den Antifanten, Entschuldigung, das sollte man auch nicht sagen, den Anti, wie sagt man eigentlich, Antifa, gell, ja. Ich habe euch gesehen heute, ich habe zum heute den Mittelfinger gezeigt. Na okay, macht was ihr wollt, wir leben in einer Demokratie, da darf jeder sagen, was er will. Ich stecke den Finger, den ihr uns heute gezeigt habt, vor der Kamera gerne weg, aber denkt einmal nach, was die ersten Anzeichen sind, wo der Faschismus ist. Schaut mal nach, in Berlin, in Leipzig, da werden die Menschen mit Wasserwerfern bombardiert, in derer Köden. Im Sommer sind sie niederknüppelt worden. Eine schwangere Frau ist niederknüppelt worden. Sprecher bei unseren Demos sind bei den Arbeiten entlassen worden. Und wenn es mir ihr sagen wollt, dass es kein Faschismus ist, dann tut es mir echt leid, dann sollt ihr euch eine andere Bewegung suchen und euch nicht Antifaschisten nennen. Ja? Redefreiheit ist auch schon beschnitten wie damals im Faschismus. Genügend YouTube-Kanäle, Blogs und Homepages sind schon gelöscht worden, nur weil man seine freie Meinung äußert, ja? Okay, ihr lieben Antifa-Aktivisten, überdenkt einmal euer Tun und Handeln. Wir haben ein Leben gehabt, die Kinder nicht. Somit bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Genießen wir jetzt die letzten Züge von der Demo, von unserem Spaziergang besser gesagt, das ist ja keine wirkliche Demo. Und somit, gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Morgen geht's wieder weiter. Und übermorgen geht's auch wieder weiter. Schauen wir mal, dass wir jeden Tag was gestalten. Ihr müsst jetzt Selbstläufer werden. Der Yassim spricht wieder. Findet ein angemeldeter Spaziergang statt. Um 14 Uhr am Mozartsteg. Ich hoffe, ihr erscheint wieder zahlreich. Das ist angemeldet, das heißt, das ist alles legal. Das war auch legal. Ja, das war auch legal, weil Spazierengehen ist legal. Aber kommt morgen um 14 Uhr und nehmt noch einmal jeder einen mit, damit wir mehr sind. Insofern danke für diesen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Kannst du mir noch mal so einen Folder geben? Magst du mehr? Ja, ein paar vielleicht. Ja, klar. Ja, super. Kannst du auch mehr haben? Ich habe tausende daheim. Ja, bitte. Danke. Danke dir.